geh mal hier rein. Oh. So. Ach stimmt, wir waren ja dort bei diesem Abschnitt gewesen, wo diese ganzen Störfelder und so weiter sind. Und ja, werden mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es nicht mehr weit ist bis zum nächsten Boss. Jetzt haben wir hier aber erstmal, ich sage jetzt einfach mal, in Nemesis. Und da hinten ballert jetzt noch einer. Und der ist schon mal down. Der war hier jetzt ganz schön gemein gewesen, ne? Wir haben wieder sehr viele Möglichkeiten. Haben dort nur einen so einen dicken, dann geht's hier oben auch weiter. Ja, wo gehen wir jetzt wieder hin, ne? Ist ja überall so eine Typen. Er steht scheiße. Alter, das passiert hier nicht. Wehe! Und ich hab festgehangen, ihr habt's mitgekriegt, ne? Was für eine beschissene Stelle für einen Fight! Wer weiß, für was ich das hier gerade mache, ne? Auf jeden Fall geht es hier immer weiter hoch, aber... Commander, grüß dich, dir auch ein wunderschönes Wochenende. Leitfaden für Werkstatttechniker. Matthias, grüß dich. Hallo. Wollen Sie Werkstatttechniker werden? Eine Anleitung für Interessierte. Keine andere Stadt auf der modernen Welt hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als Grad, die Stadt der Puppen. Als damals der allmächtige Wie die Stadt besuchte, war sie noch ein einfaches Fischerdörfchen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Stadt, angetrieben durch die Puppenindustrie von Grad, grundlegend verändert. Die Puppen, die heute in den Werkstätten von Grad hergestellt werden, sind bekannt für die Nutzung neuester Technologie, die sie von den Produkten der Konkurrenz abhebt. Die Werkstattpuppen sind so kompliziert wie Menschen und führen die Befehle ihres Meisters auf so natürliche Weise aus, dass man sich fragen muss, ob sie Seelen haben. Viele Konkurrenten haben versucht, die speziellen mechanischen Herzen der Werkstatt nachzubauen, aber sind dann gescheitert und haben damit bewiesen, wie mangelhaft ihre Fähigkeiten sind. Das Monopol auf den besonderen Machtstein Ergo und die Fähigkeiten, dessen Effizienz zu optimieren, genau das ist der Vorteil der Werkstätten von Grad. Aber die Anfänge der Werkstatt verliefen nicht immer problemlos. Die Geschichte der Werkstatt beginnt mit einer des legendären Handwerkers und seine Aufzeichnungen sind großartige Anleitungen für die Lehrlinge. Der legendäre Handwerker G.D., den jeder Techniker kennt. Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr über seine Erfolge. Okay. Guck mal, hier geht's weiter. Also, na, müssen wir doch nochmal dort runtergehen. Wo kommt der Drei-Nasen-Podcast? 13 Uhr kannst du den bei mir in Videoform auf YouTube schauen. Kannst den aber auch über jeden Podcast, über jeden Podcatcher, kannst du dir den dann reinzerren. Von da bin ich gekommen und hier war ja auch noch einer, ne?
daneben. Sicher hier wäre gar nicht mehr gewesen, ne? Nur der inne Typ. Richie, grüß dich. Und Witwe Maras auch da, grüß dich. Mir geht's gut, Richie. Hab vorhin schön gegessen mit Frauchen. War heute YouTube-technisch schon ziemlich fleißig. Also jetzt die Folgen so vom Let's Play so hochgeladen und gemacht und getan. Thumbnails gemacht. Also es ist heute schon viel passiert. Und ich belohne mich quasi selber mit diesem Stream außer der Reihe. Hier unten waren wir natürlich schon. Oder? Ja. Okay. Diese... Oh, die explodieren nochmal. Das ist die Frage. Will ich jetzt hier runtergehen? Wir sind doch immer so interessiert. Den hatten wir noch nichts zu tun. Thema der Drei-Nasen-Folge. Naja, ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass es halt so ein Live-Treffen ist. Halt so alles Mögliche, ne? Ist echt eine Kiste, ne? Oh, Versorgungskiste. Neue Items im Hotel. Hast du deinen Kaffee getrunken? Ne? Jetzt gerade nicht, aber ich habe mir für so dann hier heute mal eine Dose Energy mit dir hingestellt. War im Angebot. Ich mag diesen von Rockstar, diesen zuckerfreien. Der geht vollkommen klar. Oh, ein Dunkelmondstein, geil. Den gönne ich mir dann heute einfach mal. Achso, nee, wir müssen ja jetzt... hier weiter. Hier Shortcut? Wohin? Warte mal, das will ich mir jetzt erstmal ganz kurz angucken. Wo ist denn jetzt die Leiter hingegangen? Ach da, der Stargazer? Wir sind vorhin hier rein. Okay, alles cool. Alles cool. Hast den Kühlschrank schon ordentlich in ein Setting eingebaut? Auf jeden Fall. Der steht hier schön unterm Tische. Wo er eben hingehört. Herrlich. Herrlich, Matthias. Sind aber komische, ekelhafte Geräusche hier. Okay. Adel, okay. Aber wir wissen. Im Zweifel die Keule. Im Zweifel die Keule. Wann trefft ihr euch beim Weidemann in der Tiki-Bar? Ja, mal schauen. Das Ding ist halt wirklich, dass bei Mirko die Gegebenheiten so gut sind, ne? So zum Schlafen und so weiter. Und ja, man muss dann halt auch immer organisatorisch gucken, wie man das am besten macht, weil Mirko hat nun mal auch keinen Führerschein und ja, deshalb, es bietet sich dann halt einfach mal an. Aber wir werden sehen, wie das dann die nächsten Jahre so aussieht. Soll ich mit der Keule rein? Unsere Keule hat uns schon so gute Dienste erwiesen, ne?
kann ich gar nicht. Ich komme irgendwie gar nicht hinterher. Wen hast du dir geholt beim Zombie-Event von den Coins? Hatte gestern Glück gehabt. Ich habe mir am Ende Walter geholt, weil die beiden Frauen hatte ich schon gehabt. Und habe mich dann für Walter inklusive Plate entschieden. Und habe mir dann noch die Sheriff's Plate noch ein zweites Mal geholt. Und die andere Plate, diese Taker-Plate dort. Danke dir, Jesmin, danke. Und der jetzt hier? Das ist nicht dein Ernst, oder? Sau. Matrix, ich grüße dich. Also Leute, ich will mal ganz ehrlich sein. Ich habe hier gerade das Gefühl, dass wir bei dem Gegner hier jetzt gleich so ein bisschen länger Spaß haben, weil... Bei der ist wirklich das Zauberwort blocken, aber der ihre Angriffe sind so schnell. Alter! Bei ihr mal versuchen? Oder dahinter? Ich sehe so richtig keinen Stich. Diese Schläge, die daneben gehen, sind jetzt auch nicht unbedingt förderlich. Nein, wie unnötig! Das ist so schnell, ey! Wirf, Forest, wirf! Essilator wieder! Moin, grüß dich! Nicht nur der schwarze K.O. kam rum, habe ich gezogen, kam auch Live Rare und die Taker-Plakette geholt. Na, sauber! Ich muss ja ehrlich sein, ich habe tatsächlich auch bei einem kleineren Loot tatsächlich auch das Schwein gehabt und habe tatsächlich auch den Powerhouse Kevin Owens gezogen. Das ist schon ziemlich geil, vor allem geiler Trainer. Leute, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam rein bei der guten Ute hier. Aber können wir vielleicht ausrüstungstechnisch... Warte mal, wir haben Schaden Menschen. Ah, es ist ja unmensch. Nee, dann passt das schon.
Los, komm schon, wir packen die. In dem Fall diese Kreisgeschichte. Diese, du bist dann immer so kurz gestunt. Und da kannst du dann immer eine weg. Alter! Was ist denn Jens? Ich häng hier fest. Die Scheiße! Ich hab's mitgekriegt! Oh, wie ich durchgehalten. Aber das hat die doch vorhin nicht gemacht. Diese Scheiße mit sich teilen. Die ist echt schwer. Ich hänge auch bei der. Okay. Mir ist das Handy aus der Hand gefallen, als die Zombie Hogan auch aus dem Loot bekam. Echt? Aber hast du dir vorher schon von der Price Wall geholt? Das würde natürlich wieder viele Mythen bestätigen. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Mal so ein bisschen durchprobieren von die Waffen her, Leute. Weil die Waffe hat auf jeden Fall einen geilen Special. Hast du die Roster-Videos schon gemacht? Nein, die mache ich immer erst sonntags. Ah, ich bin doch doof. Hier muss ich doch gar nicht lang. Die mache ich immer erst Sonntag, Matthias. Und wenn du wüsstest, was ich heute alles schon gemacht habe für YouTube, würdest du das nicht fragen. Ja, und mein Video habe ich natürlich auch noch nicht geschafft. Ich sage mal, ich mache das beim nächsten Talent ab und dann wird es irgendwie wieder nix.
Oh, es lief so gut, Mann! Lass mich in Ruhe! So! Nee! Jetzt sag mir nicht, jetzt ist meine Waffe kaputt. Kein Trank mehr! Ja, wir schaffen es ja hin und wieder zu parieren, Dave. Grüß dich. Ach, das war knapp. Ich glaube, mit der Waffe sehen wir auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ist halt nur gut bei so einen schwereren Waffen. Wenn du blockst, zieht es halt nicht so verdammt viel Energie bei dir ab. Meistens ist es immer so, dass nach so einem guten Run wieder es lange dauert, bis nochmal so ein Ding kommt, ne? Aber ich groove mich ein bei der alten Eule. Problem ist bei ihr nur, dass sie ihre Angriffe gefühlt nie unterbricht. Da haben wir Schwein gehabt. Und ich hab gedacht, ich hab Glück. Na jetzt bin ich genau reingerannt, ne? Thank you.
Warum? Bitch! Geht nicht! Haben's mal! Und haben wieder einen dunklen Mondstein gekriegt. Was verdammt geil ist! Victor konnte nicht vollendet werden. Mögen Sie Besitzerin, die wirklich... Was? Victor konnte nicht beendet werden. Der Boxer hieß Victor. Würden Sie die Besitzerin des wirklich vollständigen Elixiers werden? Oh mein Gott, wo fahren wir jetzt hin? Runter? Ich fahre ja lieber hoch. Ich mag unsere neue Kutte, ey. Der Fahrstuhl hat einen kleinen Defekt. The hotel is under attack. Everyone's in danger. Head to the hotel and hurry. Communication through Ergo. An interesting parlor trick. Quite the performance, Puppet of Geppetto. But your lies will be useless in the new world. The world of truth. But you are worth studying in the meantime. What could it be? Come on, pal. No time to lose. Das Hotel wird angegriffen. Dann hin da. The Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. You know? Lass uns laufen. Aber wir können hier einen Stufenaufstieg machen. Nett. War ein Fortschritt eigentlich. Legion, ne? Nutze ich ja kaum. Uns laufen? Geht's denn zum Hotel? Was ist denn hier? Ich glaube, bei dem Tunnel dort wird's lang gehen, ne? Oh no, oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. Alright, tighten up your springs and let's go. Okay. Ich glaube, dort geht's weiter, weil dort war der Zirkus. Hier wird nur so noch was sein, oder? Ich hasse Auswahl, ne? Rätsel. Another fine day in the city of Krat. But I wonder, my friend, just where you've been? Oh. The king thinks this riddle might be quite a poser. It's all about seeing past the tip of your nose, sir. Observation. It's about observation. Just listen, kid. This one should be easy. You've seen enough of it. If your answer is wrong now, you're not going to love it. This blue flower has many ways to take root, but only on man does it ever bear fruit. Correct. Yeah, I think you get the charm behind these riddles now, yes? Charm. What? You felt threatened? Well, sometimes it's good to trust your feelings. A metaphor is a tool for hiding horrifying truths. It is a creation unique to humans. Now then, another question. Not a riddle, no rhymes. Just a question for you. Ergo does not appear out of thin air, so where did all those puppets get all that? Ergo. Ha! Yes! Always leave them laughing. That's what the king says. So, take this key, please. Then I say, off with yez. Till we meet again. Neuer Dreifaltigkeitsschlüssel, sehr geil. So,
So Leute, jetzt meine Frage, ging es jetzt hier, ich versuche mich gerade an den Anfang vom Spiel zurückzuerinnern. Geht's hier weiter zum Hotel? Da habe ich den Schmetterling halt, ne. Junge! Er war doch im Überwältigt-Modus! Meister, ich habe in den Podcast reingehört. Sehr gut. Was hat der Weidemann denn schon rausgehauen? Was ist da los? Tja, Leute. Bin man jetzt lang gegangen hier, ne? Ich weiß halt wirklich nicht, ob es hier zum Hotel. Warte mal, ich gehe jetzt mal bei der anderen Seite hier ganz kurz gucken, ne? War auf jeden Fall der Zirkus. Und der Zirkus war ja ganz am Anfang vom Spiel. Da oben war hier der Parademeister damals. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Kleinerinnen das Katana schon ein bisschen geiler kommt. Da ist dann jetzt hier wieder der Parademeister? Also, ne, kann ja nicht, der ist ja down. Aber da sind wir durch und da geht es auf jeden Fall Richtung Hotel. War die Reihenfolge am Anfang. Deshalb will ich mich doch erstmal hier bei der anderen Ecke umschauen. Habe jetzt die Sheriff Plate gemacht. Okay. Muss man halt immer nur gucken, was für Superstars man hat, ne? Die Dicken hier sind ganz schön nervig, ey. Wie sollst du denn da blocken? Ihm ist es so egal, ob er... Ach, jetzt. Ach, stimmt ja, der hat ja danach immer nur so ein Fuddelmuddelkuddel gemacht. Stimmt ja. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Ich kann nichts machen. Ist mir hier echt zu viel Auswahl gerade wieder mal. Mit Wegen, die ich gehen kann. Da kommt doch bestimmt noch einer von rechts, oder? Hier jetzt schon wieder. Ach, das ist die Ecke. Ist jetzt hier der Anfang dort wieder? Okay. Aber man konnte ja hier auch noch in die andere Richtung. Hier so. Hier ist dann ohne Schmerz. Gut. Erhalten wir einen Stein. Aber ich bin jetzt wenigstens erstmal cool, weil ich mir denke, okay, jetzt habe ich mich umgeguckt, jetzt können wir den Hauptweg wieder gehen.
Hotel wird angegriffen. Also müssen die Alchemisten den Weg ja geöffnet haben. Weil wie sollen die sonst reinkommen? Das ist ein neuer Parademeister, Leute. Hat das mit dem, dass die alle jetzt immer nur zusätzlich sind? Gegner holen regt mich ehrlich auf. Oh, regt mich auf. Sie stehen hier richtig. Ah, Gott im Himmel. Schon das zweite Mal, Leute. Mit so einer knappen Scheiße. Oh mein Gott, ey. Werner! Sieh! Aber weißt du, wovor ich gerade richtig Schiss hab? Dass der Clown nochmal kommt. Ist doch tatsächlich mal ein Boss, wo du nie mit Sternstaub irgendwas machen kannst, ne? Musst du so durch. Wie ich nix sehe. Ausdauerprobleme mittlerweile, ey. Wir müssen unbedingt bei Ausdauer was machen. Ey, es ist so mies, ne? Du konzentrierst dich auf den Bissbernd.
pack das schon. Muss mal weg. Haut die Scheiße rein von dem. Der haut ganz schön rein, ey. Aber ihm ist halt blocken keine gute Ideen. Bei denen ist wirklich ausweichen. Der Schlüssel zum Erfolg. Sagt Essie later immer, irgendwas auf ihn werfen. War ich wieder einen Tick zu früh? Wenn ich nichts sehe, ist scheiße. Zweimal. Oh, wie hat er mich denn da jetzt noch getroffen? Mein Gott! Schaut gleich alles Crown Jewel. Matthias, ich mach den Stream dann gleich aus, da ich will gucken. Oh mein Gott. Mal Waffe andere probieren? Sollte auf jeden Fall ein bisschen blockresistenter sein. Das ist immer der Anfang, wo ich mich...
Scheiße! Ich es hasse, wenn sie immer meine Special Attacks. Diesmal war es bei mir knapp, aber es ist mir scheißegal. Vollmondstein. Was? Die erste, die eine Illusionstante? Jetzt der? What's happening now? Let's get back to the hotel and our friends. Oh, ich will aber trotzdem erstmal, liegt hier noch was? Hat er gerade gesagt zu unseren Freunden? Hier kommt ja mal richtig die Sonne raus. Okay. Zurück im Hotel, Leute. Was geht hier ab? You're alive. I was worried because I didn't hear from you. The stalkers have kidnapped Geppetto. It was the fox, the cat, and the Black Rabbit Brotherhood. But really, I sense Simon is behind this. First, go to the second floor and make sure everyone is okay. I'll try to figure out where they ran off to. Antonia might know a secret passage. Try asking her. Tonja, Frau, und der Stargazer geht nie, wa? Ja, doch. Wieder aktiviert. Machen wir gleich mal Stufenaufstieg. Ich hab gerade gesagt Ausdauer, ne? Also wir sollen mit Antonia reden. Ist hier alles okay? Boah, weißt du, da hab ich... Scheiße, wie ist Obeck? Wird's eigentlich hergestellt? Haben wir alle, ne? Ich nutze auch immer nur
Gleiche, ne? Kannst eh bloß mit Legionskaliber alles verbessern, okay. Also an Toten, aber der geht's noch gut, oder was? Wo sind denn alle? Er ist auch nicht mehr da. Wo ist Antonia? Und die Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Diese miesen Dreckschweine. Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh, it's you. Is it safe out there? Give me a sec. Okay, come in. Olli, grüße dich. Ja, so ein kleiner spontaner Stream. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. Da sind sie alle. Was ich als allererstes mache, ich glaube, wir haben nämlich 3 Quarz wieder zusammen. So, was machen wir denn? Würfelverwendung erhöhen, Gürtelslots hinzufügen. Ist mir eigentlich alles ziemlich scheißegal, ne? Ich muss ja eins machen. Hält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden erhalten wird. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Erhöht die maximale Anzahl an Fabelslots, finde ich auch geil. Das nehme ich jetzt auch. So, Fabelkünsteangriff verbessern. Und guck mal hier, Würfel. Ne, Wurfobjekt-Limit erhöhen. Das ist sehr gut, das nehmen wir mit. Das reicht auch aus, um hier drüben dann was zu machen. Perfekter Block verursacht Steifheit. Das ist ja gut. Also ich aktiviere jetzt hier gleich mal ihn. Dass ich da OWs den... Da, die Fähigkeit, die tun wir weiter pushen. Jetzt müssen wir hier mal gucken, was ist denn hier los? Lebt mein Bild noch? Ja. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry, I should be thanking you first. When you came in, you reminded me of the Hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. You are here. It's good when you came in. You have my personal thanks for saving Master Vanini, sir. Do look after him. Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. Surely there must be something that only I, in all my genius, can contribute. But if there is not, then Vanini is here to help you in any way he can. Fear not. It was a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Anne. Boah, du wirst ein Geheimgang. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The alchemist, the whole thing. All while we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway
and you can save Geppetto. Apparently, I must be careful out there. Okay. Bleib da sitzen. Weil die anderen sind hier wieder. It was a plan more than anything. No matter what. Ich dachte, wir können ihn. So, Waren hinzufügen, genau. This is a I shall open it. No matter what, serving welcome. So, was hat er denn Schönes? Oh, vier. Oh, Quarz. Oh, joi. Leute, wir müssen shoppen. Ich habe aber nicht mehr so viel. Mal für die Shopping-Tour jetzt hier. Alles. 18.000. Also. Auf jeden Fall Vollmondstein. Auf jeden Fall den einen Quarz. Gut, hier reicht es dann halt erstmal nur für drei, aber ist mir scheißegal. Das heißt, wir können Waffen pushen. Oh, sie erzählt mir schon wieder Dinge und ich. So, warte mal. Jetzt die große Frage. Vollmondstein. Ich nutze den Dreizack eher. Wir brauchen noch mehr Vollmondsteine. Krass. Was ist mit unserer Keule eigentlich? Mal Halbmondstein. Wie, nicht genügend Material? Ich habe nicht genügend Ergo. Verdammt. Verdammt. Dann ist das so. So, jetzt hier. Spezieller Akkord. Okay. Schreibt der Olli eigentlich? Ich habe so einen Bock auf das Spiel, bin mir aber noch unsicher, ob es mir nicht zu schwer wird. Also ich finde, man merkt schon ziemlich einen Unterschied nach dem Update. Kann man jetzt eigentlich mal so rückblickend schon so sagen. Oh Gott, Leute. Bin ich gespannt.